Den Boulevard und für Royals. Sie kennen sie alle, weil sie jahrelang die Sendung Brisant in der ARD moderiert hat. Jetzt ist sie aber das Gesicht von RTL Extra und sie hat eine neue Sendung gecheckt, in der geht sie, der fühlt sie der Lebensmittelindustrie auf den Zahn. Mareile Höppner, herzlich willkommen. Mareile, du sagst ja über dich selbst, du bist ein Genussmensch. Worin äußert sich das? Wie zeigt sich das in deinem Leben? Jetzt muss man erstmal diesen Sprung aus diesen wahnsinnig wichtigen Worten finden, die mir, es ist sehr, sehr wichtig, was du gerade gesagt hast. Ich fand es so wichtig, was du gerade gesagt hast, mit Liebe antworten. Das ist das Entscheidende. Das finde ich war auch die Botschaft der Demos in Berlin. Ich muss das noch mal ganz kurz sagen, weil ich das so gespürt habe. Kinder, alte Leute, alle gemeinsam. Und es waren gerade sehr wichtige Worte. So, jetzt reden wir über Genuss. Man hing an seinen Lippen. Ja, das war jetzt noch mal wichtig. Nee, auch mit den Menschen, das ist natürlich auch extrem wichtig, mit den Menschen, die eben, man soll sie nicht alle verteufeln, sondern sagen, da sind sehr viele, die durchaus noch angesprochen werden können. Unbedingt, unbedingt. Deshalb war das gerade so wichtig. Aber jetzt können wir müssen aber trotzdem über Genuss sprechen. Ja, das können wir auch sehr gut, weil ich finde, das macht ja für uns alle das Leben schön. In dieser Sendung geht es speziell um die Frage, wie viel Fleischgenuss ist eigentlich gesund tatsächlich. Aber wenn du mich und meinen Genuss ansprichst, dann ist er sehr vielseitig. Ich koche leidenschaftlich gerne. Mein Kochen hat sich sehr verändert, weil bei mir in der Familie viele gar kein Fleisch mehr essen und überhaupt sind unverträglichen Darbarkeiten da und wir kochen sehr vielseitig, viele Töpfe sind da immer unterwegs. Ich bin auch überhaupt mit Genuss groß geworden. Mein Vater ist aus Hamburg, ich bin in Hamburg geboren und meine Mutter war aber Fränkin und hat das Fränkische mitgebracht und es gab immer eine gute Crossover-Küche. Bei meinem Vater gab es Reispfanne mit Curry. Meine Mutter hatte gutes Essen. Das ist ein typisches Hamburger Gericht. Da war alles drin. Gut, aber wenn du auf etwas verzichten müsstest, nehme ich an, oder wenn du nur noch eine Sache essen dürftest im Leben, dann wäre es wahrscheinlich nicht das Fleisch, ne? Nee, also darauf könnte ich heute spielen tatsächlich verzichten, weil wir sehr, sehr wenig Fleisch inzwischen essen. Ich esse gerne Fleisch tatsächlich, wenn es gutes Fleisch ist, aber wir essen wenig Fleisch in der ganzen Familie. Die Kinder haben es uns auch so ein bisschen abgewöhnt. Das ist ja toll, nicht nur, dass viel über Demokratie zu Hause gesprochen wird, über Umwelt und Kinder bringen so viele Themen mit und auch das Thema Ernährung und das finde ich ja großartig. Also mein Sohn hat sich zum Geburtstag ein Kochbuch gewünscht, das finde ich doch großartig. Mit 13, ja, da kann man sich auch andere Sachen wünschen. Insofern, das finde ich toll und da gibt es so ein Umdenken und das finde ich sehr spannend. Ja, also bei uns war es genauso. Meine Kinder sind auch beide Vegetarier, erwachsen mittlerweile, aber fing auch schon früh an. Die Sendung gecheckt, also wie machst du das? Wie gehst du da, wie fühlst du da der Fleischindustrie auf den Zahn? Ja, es geht jetzt gar nicht mal so darum, nur auf die Skandale zu gucken. Die kennen wir alle, die haben wir alle mitgekriegt, sondern es geht mehr um die Frage, die ja spannend ist, wie viel Fleisch ist eigentlich für uns gesund? Was macht Fleisch mit dem Körper? Wie sehr beschleunigt das den Alterungsprozess? Wie sehr kann man seinen Alterungsprozess aufhalten, wenn man weniger Fleisch isst? Und funktioniert das? Wir verteufeln das Fleisch nicht in dieser Sendung, darum geht es gar nicht, sondern wir gucken mehr, was macht gutes Fleisch aus? Wir gucken aber auch, wie verändert sich Fleisch in der Zukunft? Wie sieht Ersatzfleisch heute aus? Zum Beispiel habe ich Fleisch aus dem Drucker gegessen für diese Sendung. Das habe ich gesehen. Wie geht das bitte, Fleisch aus dem Drucker? Ja, das ist, bei uns ist das tatsächlich so noch nicht möglich. Das kommt aus den Niederlanden, das Fleisch. Man kann das, so sieht es aus. Man kann das in Deutschland in guten Restaurants schon essen. Es schmeckt auch fantastisch. Es sieht auch tatsächlich sehr aus wie Fleisch. Das Rote im Fleisch macht man mit Cranberry-Saft und rote Beete. Ja. Und ansonsten schmeckt es arg wie Fleisch. Nun kann man natürlich, das ist natürlich die Frage dann immer, warum muss es aussehen wie Fleisch? Ja, warum muss die Mortadella aussehen wie eine Mortadella? Dann kann es doch gleich eine sein. Aber der Unterschied ist eben, ist auch damit Leute an das Thema zu ziehen, die vielleicht sehr noch am Fleisch hängen. Ja. Meine Zwischenfrage, aber aus welchem Material ist denn dieses Fleisch? Weizen, Erbsenprotein, also das sind pflanzliche Produkte und das setzt sich dann alles zusammen. Und natürlich muss man sich fragen, ist das immer alles so gesund? Auch darum geht es natürlich in der Sendung. Welches dieser Ersatzprodukte ist eigentlich zu empfehlen und welches nicht? Und was steckt da eigentlich so drin? Und da gucken wir genau und haben die Sachen ins Labor gegeben. Ich fand das immer schon hochspannend zu wissen, warum schmeckt das so extrem nach Wurst, wenn es keine ist?
künstliche Aromen. Es, ne, sind eben nicht nur künstliche Aromen, es ist alles Mögliche drin. Also Kleister ist nicht nur an der Wand, sage ich mal. Oh, das macht einem richtig Lust drauf. Ich habe mich nur gefragt, warum dieser Drucker sein muss. Warum kann man das nicht, nicht anders formen? Oder kann der eine andere Struktur herstellen? Der kann natürlich die Struktur deiner Wahl herstellen. Also theoretisch, wenn du es so ganz vereinfacht denkst, kannst du Hühnchenpatrone ranstecken. Du kannst alles drucken ja heute. Also insofern eben auch Fleisch und dann eben nach Flanksteak-Art zum Beispiel. Das war jetzt das, was ich getestet habe. Deswegen sah das so geschichtet aus. Ne? Also, wir gucken in diese Sendung mal kurz rein. Heute geht es bei uns um die Wurst, es geht um das Schnitzel, es geht um das Steak oder was Sie auch immer mögen. Kurzum, es geht um Fleisch. Wir fragen uns heute in der Sendung, was macht denn gutes Fleisch eigentlich aus? Muss es dann immer teuer sein oder geht es auch günstig? Und was macht Fleisch eigentlich mit unserem Körper und was ist mit Fleischersatz? Will man das? Schmeckt das gut? Was ist da eigentlich drin? Auch darüber reden wir. Ist irgendjemandem heute bei dem Essen irgendetwas komisch vorgekommen? Wir haben ein Buffet gemacht, was komplett vegetarisch war. Ihr seid die Fleischersatzfamilie und dürft 4 Wochen lang kein Fleisch essen. Viel Spaß! Oha. Keine Tiere mehr, gar nicht. Keine Wurst, nur kein Schinken. Nur noch andere Nuggets. Keine Nuggets, keine Schnitzel, keine Spaghetti Bolognese. Hi. Man merkt an diesen Reaktionen, es ist emotional, wenn man den Menschen das Fleisch wegnimmt. Aber es ging, oder? Sie sind klargekommen. Sie sind klargekommen. Es war ein Abenteuer, tatsächlich eine richtige Reise. Und was dann mit dem Körper passiert, wie sich der Körper verändert, all das schauen wir uns da an. Ein interessantes Experiment ist ja auch das mit den Zwillingen. Mhm. Also es gab ein Zwillingspärchen, der eine hat, waren Frauen oder Männer? Zwei Frauen. Die eine hat Fleisch gegessen, die andere nicht, über einen gar nicht so langen Zeitraum. Und danach konnte man schon deutliche Unterschiede feststellen. Absolut. Wir wollten gucken, wie verändert sich die Fitness, was macht Fleischverzicht mit dem Körper und verjüngt sich das biologische Alter. Und da gab es tatsächlich ein ganz eindeutiges Ergebnis. Also ich darf jetzt noch nicht alles verraten. Nee, aber es gibt so eine Studie, es gibt von der Stanford University genau, auch. Auf dieser Studie basiert dieser Versuch. Und dann kann ich ja sagen, dass in dieser Studie es so ausgeht, dass man sein biologisches Alter deutlich reduzieren kann. Also wer jetzt gerne Fleisch isst und sagt, ich will nicht verzichten, das ist auch gar kein Problem. Die Frage ist, wie viel Fleisch isst man eigentlich? Und das ist vielleicht so ein bisschen der Impuls der Sendung, dass man über Fleisch bewusster nachdenkt, auch welches Fleisch man isst und in welchen Mengen. Ja, wir haben ja auch Zwillinge hier. Eben, wollte ich gerade sagen. Müssen wir natürlich mal fragen, die Braunbrüder. Wie ist das denn bei euch? Also gibt es bei euch auch Unterschiede im biologischen Alter, weil ihr euch unterschiedlich ernährt? Ja, also ich esse gerne Fleisch, muss ich gestehen. Ich beschäftige mich auch damit, wie ich das reduzieren kann, tue ich auch. Kann mich noch nicht so ganz richtig mit den Ersatzprodukten anfreunden, aber ich glaube, bei uns ist ein anderes Thema ganz entscheidend. Ich weiß nicht, ob du darüber offen sprechen möchtest. Ich bin beim Fleisch wahrscheinlich ein kleines Stück weiter als er, aber durch Fleischersatzprodukte, die können mich psychologisch catchen, sodass ich das vergesse, dass es was anderes ist. Aber ich habe halt mit dem 18. Geburtstag, exakt an dem Tag, hat jemand, der war der Klassencoolste, gesagt, jetzt müsst ihr mal eine rauchen. Ich habe sie geraucht, er auch. Er hat gehustet, ich nicht. Und seitdem arbeite ich daran, mein biologisches Alter älter zu bekommen als er. Er versucht es mit Fleisch jünger zu sein, mit Rauchen mit Rauchen. Ist gut. Okay, das war. Frau Thalbach, haben Sie Fleisch aus dem Speiseplan gestrichen oder ist das noch drauf? Nee, ich esse gern Fleisch. Aber ich muss gestehen, dass ich eigentlich Fleisch esse, wie ich das immer gegessen habe. Das ist also höchstens 2-mal in der Woche. Das gab es eh immer nur am Wochenende. Der Sonntagsbraten. Und Fleisch, freitags gab es Fisch. Ich achte schon sehr darauf, was es für Fleisch ist. Ich habe das Glück, dass ich auf dem Land wohne, wo ein Biobauernhof ist. Ich kenne die Schweine, die ich esse. Ah ja, und das macht es angenehmer. Ja. Ja. Mit Namen. Ich weiß, sie haben ein gutes Leben und so. Ja, ja. Muss ich aber wirklich sagen, ich finde es ganz toll, wie sehr es um sich greift.
dass man diesen Fleischwahnsinn, wirklich Wahnsinn, nicht unterstützt. Also ich meine, wenn ich diese Grillsaison sehe, da wird mir schlecht. Wenn ich sehe, wie diese Tiere gehalten werden, ob das jetzt Kühe sind oder Hühner oder Schweine, also die, die so verspeist werden bei Otto Normalverbraucher, damit das billig ist, das ist entsetzlich. Es ist so grauenhaft und also... Wenn man das häufiger sieht, da kann man nur Vegetarier werden. Also das, ich wäre sehr unglücklich als vegane Person, weil ich keinen Käse mehr essen durfte. Und das würde mir sehr, sehr fehlen. Also Käse ist schon ein schöner Bestandteil. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Muss ich schon sagen. Würde mir sehr besonders fehlen. Nachts am Kühlschrank. Aber ich finde ja auch lieber dann weniger Fleisch und dann gutes Fleisch. Und anstatt diese Ersatz, ich finde das gar nicht so schön. So eine Wurst, die aussieht wie eine Wurst, aber gar keine Wurst ist. Also das macht doch gar keinen Sinn. Also ich bin ja auch auf dem Land groß geworden, tatsächlich richtig ländlich. Und bei uns gab es zweimal im Jahr, wurde Fleisch gebracht und dann haben wir uns in die Küche gestellt und es wurde schon verarbeitet und ich habe das Fleisch auch gesehen. Ich wusste auch, dass das nicht eine Dinosaurierform hat. Also ich finde, sowas hilft durchaus auch. Und wenn man da merkt, das kann ich eigentlich nicht, das fühlt sich für mich nicht richtig an, dann ist für dich schon mal der erste Punkt, den man überlegen sollte. Auf jeden Fall. Also die Sendung gucken wir uns auf jeden Fall an. Du bringst noch ein anderes interessantes Thema mit, nämlich du bist Mitinitiatorin des Frauennetzwerks Frauen 100. Was steht dahinter? Was ist das Ziel? Also ich bin mit dabei. Das sind zwei Frauen, die das organisiert haben. Und im Grunde genommen ist es das, was Uschi Glas begonnen hat, sehr mühevoll mit einem Korsett, mit immer wieder Nein sagen, versuchen wir im Hier und Jetzt zu leben mit mehreren Frauen, die sich dort treffen. Wir diskutieren zu politischen Themen. Wir haben vorhin Bilder gesehen von den Demonstrationen, wenn sie laufen gehen. Die Mutter einer der Mädchen hat vor kurzem dort gesprochen aus Israel, die ihre Tochter dort schmerzlichst natürlich vermisst und nach Deutschland reist und sagt, bitte denkt an uns. Also all solche Themen kommen da aufs Tableau und wir treffen uns, wie es Männer früher in Kneipen getan haben. Wir tun das in ein bisschen größeren Kneipen und versuchen dort Themen anzustoßen, die wichtig sind. Und das ist gar kein Klüngel, sondern es ist mehr ein gemeinsames Unterstützen. Und ja, das finde ich sehr positiv. Mhm. Du, Anja, bist auch dabei, ne? Ich war da neulich im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz, gab es auch ein Netzwerktreffen. Das war ganz, also da saß ich mit 60 Frauen und es waren alles Frauen, die aus, es ging eigentlich um feministische Außenpolitik. Und Frau Kallas, die estonische Ministerpräsidentin, hatte gesprochen. Und das war wirklich so stark, diese 60 Frauen, die alle so irre Berufe und sich so einsetzten für eben natürlich auch Frauenrechte in anderen Ländern. Weil in Konflikten sind natürlich oft gerade Frauen mit Kindern und unter den zivilen Opfern. Und das war irgendwie toll, da diese Stärke zu sehen, wie sich das jetzt so weiterbildet. Das ja, und machen Sie sowas auch, Frau Glas? Also nehmen Sie auch manchmal an solchen Frauennetzwerken? Also ich immer, aber ich war natürlich auch schon dabei und durfte auch meinen Vortrag halten über unsere Verein Brotzeit, was wir da machen, jetzt inzwischen seit 15 Jahren. Und da einfach den Menschen, in dem Fall den Frauen, zu erklären, dass es halt in Deutschland, in dem reichen Land, eben massiv hungernde Grundschulkinder gibt, also die Kleinen. Also da haben wir jetzt angefangen. Es gibt natürlich auch größere Kinder, die auch hungern, aber unser Anfang war eben, sich um Grundschulkinder zu kümmern. Sechsjährige, Siebenjährige, die einfach nicht versorgt werden, aus welchem Grund auch immer. Und die halt aus dem Grund auch am Unterricht nicht teilnehmen können, schlechte Leistungen haben, einfach nicht vorwärts kommen, auch nicht die Möglichkeit bekommen, eine weiterführende Schule zu besuchen, weil sie ewig abgehängt sind. Schon vom Anfang an, die erste Klasse geht es los. Wie ist denn das im Theater? Gibt es da eigentlich auch Frauennetzwerke? Weil es war ja auch immer, man hat es ja immer gehört, auch gerade im Kino, ein Thema, wo auch Frauen auch unterdrückt wurden oder nicht gut behandelt wurden. Sie haben es ja erzählt, wie man sich früher durchsetzen musste. Ja. Helfen sich da Frauen als Schauspielerinnen inzwischen oder ist es immer noch eine Einzelkämpfer? Also bei euch weiß, also wie das war, also bei uns ist die Solidarität nicht besonders. Also ich habe als junge Frau oder als junges Mädchen versucht, ein United Artist zu machen, dass man also sozusagen über Gagen spricht und auch darüber spricht, wie verteilt ist. Keine Chance. Keine Chance. Nee? Ist aber immer noch. Nein, immer noch. Also ich weiß nicht, ob es heute anders ist, will ich nicht sagen, aber wenn zum Beispiel du gesagt hast, ein Angebot bekommen hast und hast gesagt, für die Gage arbeite ich nicht, dann hast du in deiner eigenen Agentur Kollegin gesagt, ich spiele um die Hälfte.
Das ist ja toll. Gut, da ist also noch was zu tun, das könnten wir für heute Abend mal. Also ich kann da zusammen hinstellen, dass man sich solidarisiert, dass man drüber redet. Da geht es um so wichtige Themen, Gewalt gegen Frauen. Ja, natürlich. Klar. Natürlich, das ist so. Aber eben auch diese ganzen Geschichten, ich habe immer noch das Gefühl, das habe ich eben auch noch mal in dem Buch geschrieben, ein Schätzchen war ich nie, wo du halt sagst, wir müssen, auch jede Frau sollte irgendwie den Mut kriegen, auf Augenhöhe zu diskutieren und zu sprechen, was Sache ist. Und nicht sagen, ah, ich bin eh froh, dass die mich jetzt nehmen. Und da bist du schon wieder, der Daumen geht schon runter. Mhm. Und ich finde eben, da haben Männer auch ein anderes Standing, weil ein Mann eher dazu neigt, zu übertreiben. Ja, so bei Bewerbungsgesprächen sage ich dann immer, da geht es so, die Frau sagt vielleicht, also die weiß genau, sie kann das 100%. Diesen Job, der da ist. Aber sie sagt dann, ja, ich glaube, ich kenne das hin. Ja. Aber ein Mann sagt aber, ja, easy, das mache ich doch mit der linken Hand. Ja. Aber wichtig ist auch, dass... Danke dafür. Ja. Ich wollte nur einmal sagen, dass ich wichtig finde, was Katharina Thalbach gerade, nicht, dass das untergeht, was Sie gesagt haben, dass es in der DDR schon auch ein bisschen anders war, ne? Auch schon vor Jahrzehnten. Ja, also ich weiß, als ich nach dem Westen kam, da war ich schon sehr schockiert. Auf welchem, da war ja die Emanzipationsbewegung sehr stark. Es war ja 76, als ich rüberging. Aber war auch scheinbar sehr nötig. Ich war total schockiert, was hier los war. Und bin bis heute schockiert, um das noch mal zu sagen, weil das ist für mich das Grundlegendste an jeder Emanzipation, dass Frauen für dieselbe Arbeit wie die Männer dasselbe Geld kriegen. Mhm. Und das ist immer noch nicht der Fall. Ja. Und das finde ich die größte Sauerei. Thema, über das man ja noch stundenlang diskutieren könnte. Ganz kurz, Mareile, weil du ja auch immer noch Royals-Expertin bist. Wie geht's König Charles? Also ich hatte, wie viele, einen großen Schreck, als die Kinder anreisten und alle kleinen Kinder dann auch noch gebracht wurden. Aber er hat sich ja jetzt zurückgemeldet, sieht blass aus. Und ich glaube, wir müssen wirklich gute Gedanken nach England schicken. Okay, aber er ist wieder da. Also tapfer und immer hier weitermachen, das kennt die Familie. Gut. Danke, Mareile. Sie und auch die anderen Auskünfte, die du uns gegeben hast.